Meine Damen und Herren, ich möchte heute doch noch mal einen Rückblick wagen auf die letzten knapp 2 Jahre, auch wenn ich nicht die gesamten 2 Jahre als Sprecher fungiert habe. Denn dieser Vorstand ist gewählt ursprünglich im November 2013 und arbeitet seither in unterschiedlicher Besetzung für diesen Landesverband. Sie wissen das vielleicht noch, ursprünglich gewählt als Sprecher war Herr Burger, auch einer, das will ich an dieser Stelle noch mal sagen, einer der bedauerlichen Abgänge für diese Partei, der schon damals das, was dort auch im Bund gemacht und insbesondere gemauschelt worden ist, zunächst als Landesschatzmeister und dann später auch als Sprecher nicht mehr mittragen wollte und leider damals das Handtuch zu einem nicht ganz günstigen Zeitpunkt geschmissen hat. Vielleicht aber auch einer derjenigen, die zumindest als Mitglieder dieser AfD in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht doch wieder angehören. Denn das sollten wir auch nicht vergessen, wenn wir jetzt immer über eine Austrittswelle reden. Diejenigen, die uns vor Essen verlassen haben, über einen Zeitraum von knapp 2 Jahren, sind zahlenmäßig deutlich mehr als diejenigen, die uns jetzt verlassen haben. Und viele von denen, die uns dann in diesen 2 Jahren verlassen haben, werden vermutlich auch wieder zurückkehren und möglicherweise werden auch einige von denen wieder zurückkehren, die jetzt in falscher Erwartung die Partei verlassen haben. Ich gehöre diesem Landesvorstand als Sprecher seit der Nachwahl auch hier in Bottrop im vergangenen Jahr im Juni an und bin damals gewählt worden in einen bereits bestehenden Vorstand, der, das kann man glaube ich sagen, personell untereinander kompliziert war. Das will ich nicht verhehlen. Und das hat ja auch in der Folgezeit zwar zunächst in der Öffentlichkeit sehr gut funktioniert. Und deshalb muss man vielleicht auch die Vorstandsarbeit in 2 Teile sozusagen an dieser Stelle unterscheiden. Es hat aber von Anfang an zu Reibungsverlusten geführt. Wir haben 8 Monate lang als Vorstand sehr konstruktiv gearbeitet und einiges für diesen Landesverband auf den Weg gebracht. Und vielleicht erinnern Sie sich daran, ich hatte bei meiner Bewerbung im Juni 2014 gesagt, dass ich glaube, dass dieser Landesverband mehrere Köpfe mit unterschiedlichen Themen verbinden muss. Und das als ein wesentliches Ziel auch für diesen Landesverband ausgegeben. Das mündete dann in dem, was wir heute landesfachpolitische Sprecher nennen. Ich glaube nach wie vor, dass die Idee zumindest gut war. Es ist leider in den vergangenen Monaten von anderen Dingen überlagert worden. Und es ist letztlich auch mit Personaldiskussionen überlagert worden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Einführung dieser landesfachpolitischen Sprecher nach wie vor ein sinnvolles Instrument im Hinblick auf die Landtagswahl ist. Und das, was Frauke Petri eben schon erwähnte, ist es sicherlich für jeden einzelnen dieser landesfachpolitischen Sprecher zum jetzigen Zeitpunkt hochgradig schwierig, die nötige öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Das wird sich allerdings während des Wahlkampfes ändern. Spätestens dann, wenn es nämlich darum geht, ob die AfD in den Nordrhein-Westfälischen Landtag einzieht, wird auch das Interesse an den Themen, die wir gerne voranbringen möchten, in der Öffentlichkeit gesteigert werden. Und dass das zurzeit nicht ganz so entscheidend ist in der öffentlichen Debatte, was die AfD zur inneren Sicherheit in Nordrhein-Westfalen zu sagen hat, obwohl wir dazu eine ganze Menge gesagt haben, was die AfD zum Thema Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen zu sagen hat, obwohl wir auch dazu einiges gesagt haben, das muss man vielleicht auch mal selbstkritisch betrachtet
sagen, ist eben in der Öffentlichkeit möglicherweise deshalb nicht ganz so relevant, weil die Öffentlichkeit auch weiß, dass wir derzeit in Nordrhein-Westfalen schlicht ohne jede Möglichkeit sind, tatsächlichen Einfluss auf die Politik zu nehmen. Und das ist tatsächlich, das beobachten wir, glaube ich, überall so, da, wo wir in den Landesparlamenten schon sitzen, dort, wo wir lokal bereits in den Kreistagen sitzen oder auch im Stadtrat sitzen, da werden wir mit unserer Politik beachtet. Und dort, wo wir nicht in den politischen Gremien sitzen, da ist die Wahrnehmung leider, aber möglicherweise auch nicht ganz unverständlich, eben so, wie wir das erleben. Wir haben programmatisch, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen einiges auf die Beine gestellt. Die Landesfachausschüsse haben ausgezeichnete Arbeit abgeliefert. Das Kamener Programm, glaube ich, war auch ein Meilenstein dieses Landesverbandes. Und wenn wir uns daran erinnern, wie diese Ergebnisse in Kamen zustande gekommen sind, mit welchen großen Mehrheiten diese Ergebnisse zustande gekommen sind, dann macht das deutlich, dass wir inhaltlich in diesem Landesverband doch sehr nahe beieinander sind, dass die Differenzen wirklich überschaubar sind und dass es möglicherweise am Ende gar nicht inhaltliche Differenzen, sondern allenfalls Differenzen in der Art und Weise der Kommunikation sind, über die wir uns hier am Ende streiten. Ja. Wir haben auf Landesebene ein Strategiepapier sowohl für die Landtagswahl als auch für die Bundestagswahl. Das ist also, liegt alles vor. Und das lag auch schon zu Anfang dieses Jahres im Kern vor. Es ist an diesen Dingen gearbeitet worden. Wir werden das mit Sicherheit nicht derzeit veröffentlichen. Dafür bitte ich um Verständnis. Aber es liegen Strategiepapiere vor, es liegt ein Fahrplan vor, in welcher Art und Weise wir diese Wahlkämpfe angehen. Und ich glaube, dass der zukünftige Landesvorstand damit eine Arbeitsgrundlage hat, in diese Wahlkämpfe in 2017 zu gehen, die für uns im Kern 2016 beginnen. Wir müssen die Mannschaft dafür aufstellen, wir müssen die Themen dafür heraussuchen und wir müssen sie vor allen Dingen mit den entsprechenden wirklich Vorschlägen, die die AfD hier in Nordrhein-Westfalen zu machen hat, also mit der Tiefe, die wir programmatisch haben, unterfüttern. Und das müssen wir dann auch an die Öffentlichkeit bringen, und zwar im Wahlkampf Anfang 2017. Nur dürfen wir damit eben nicht erst dann beginnen, sondern das muss im Jahr 2016 fertiggestellt sein. Und insofern glaube ich, dass dieser Vorstand an der Stelle, zumindest was die Vorbereitung, die Organisation betrifft, gute Arbeit geleistet hat, auf die der nächste Landesvorstand aufbauen kann. Wir haben auch, das darf ich dann doch noch mal sagen, nach außen sicherlich nicht immer ein gutes Bild abgegeben. Das gilt insbesondere auch für den nordrhein-westfälischen Landesverband. Und das ist der Tatsache geschuldet, wie ich das eben schon sagte, dass dieser Landesvorstand von Beginn an ein Problem untereinander hatte, was weniger politischer als mehr persönlicher Natur war, wie das bedauerlicherweise offenbar in den Parteien immer so ist. Und wir haben das 8 Monate nach außen übertünchen können. Und das Ganze ist dann, als man offenbar auf Bundesebene feststellte, dass Nordrhein-Westfalen ein wesentlicher Baustein in der Frage, wie sich die zukünftige Ausrichtung der AfD auf Bundesebene darstellen könnte, als das erkannt worden ist, auch wenn es spät erkannt worden ist, ist es auch bedauerlicherweise hier dann, wie Sie wissen, eskaliert. Ich möchte an der Stelle aber dem Teil des Landesvorstandes, der geblieben ist und der wirklich die Stellung gehalten hat in sehr, sehr schwierigen Zeiten mit vielen persönlichen Angriffen gegen
alle, nicht nur gegen den Landesvorstand, auch auf Bezirksebene, auch auf Kreisebene. Auch da gilt mein Dank, aber insbesondere heute gilt mein Dank meinen Kollegen vom Landesvorstand, die in dieser schwierigen Zeit geblieben sind und letztlich mit mir zusammen auch wirklich eine Einheit gebildet haben, ein Team gebildet haben, wo am Ende kein Blatt dazwischen passte. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentlicher und entscheidender Schritt war, nicht nur für diesen Landesverband, sich nicht noch vor Essen zu zerlegen, sondern auch im Hinblick auf Essen, weil ein zerlegter nordrhein-westfälischer Landesverband, der vor Essen noch in einem Streit versinkt, der sich dann möglicherweise auf einem Landesparteitag noch vor Essen Bahn bricht, ich glaube, das Signal wäre vor Essen verheerend gewesen. Ich glaube, es hätte uns in Essen nicht geholfen und es hätte die Ausrichtung, die wir in Essen erzielt haben, möglicherweise unnötig erschwert. Insofern nochmal vielen herzlichen Dank an euch alle. Und das sage ich explizit auch nochmal, was meine Person betrifft. Ich glaube, dass ich sicherlich auch in den vergangenen Monaten nicht alles richtig gemacht habe. Und dass aber gerade die Tatsache, dass meine Vorstandskollegen an der Stelle an meiner Seite gestanden haben, wirklich gestanden haben, mir eine sehr wichtige Erfahrung ist. Ich habe in den letzten Monaten nicht nur gute Erfahrungen in der Partei gemacht, aber das gehört zu dem Besten, was ich mit euch mitgemacht habe. Und deshalb wirklich nochmal herzlichen Dank. Ich glaube, dass wir das in der Partei viel mehr lernen müssen, diese Dinge, die wir aneinander auszusetzen haben, intern zu lösen und nicht intern am Ende unser größter Feind zu sein. Ich glaube, dass auch, das will ich an dieser Stelle dann auch nochmal sagen, bei aller Kritik, die ich immer wieder höre, dass die Landesthemen in Nordrhein-Westfalen nicht in ausreichender Weise kommuniziert werden. Bei aller Kritik, die dort geäußert wird und die ich auch durchaus ernst nehme, und da gibt es sicherlich Verbesserungsbedarf, vielleicht auch Verbesserungsmöglichkeiten. Ich glaube, dass wir schon sagen können, dass aus Nordrhein-Westfalen inhaltliche Impulse für die Partei auch in der Öffentlichkeit transportiert worden sind. Ja, wir sind mit den klassischen Landesthemen innere Sicherheit und Bildung nicht in der Weise nach außen gedrungen, wie wir das gerne transportiert hätten. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft, in wesentlichen bundespolitischen Fragen doch hörbar am Ende wahrgenommen zu werden. Ich rede insbesondere von den Themen wie zum Beispiel TTIP, Russland, Ukraine. Das sind bundespolitische Themen gewesen, wo es durchaus Akzente aus Nordrhein-Westfalen gegeben hat, die bundesweit in der Partei Gehör gefunden haben. Und ich möchte doch wohl sagen, möglicherweise nicht ganz unentscheidend, denn der Frust mancher über einen großen Teil der hörbaren Parteivertreter, gerade in diesen beiden Fragen, war doch recht groß. Und ich glaube, dass es wichtig war, dass es an der Stelle auch Stimmen gegeben hat, nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, aber eben auch aus Nordrhein-Westfalen, die klar gemacht haben, dass diese AfD nach wie vor kritische Stimmen hat, kritische Stimmen beim Thema TTIP, kritische Stimmen beim Thema Russland-Ukraine-Krise und vielen anderen Themen, die möglicherweise von manch anderem in dieser Partei vor Essen nicht so gerne behandelt worden wären. Der Landesverband befindet sich organisatorisch nach Essen in einem Zustand, den man, glaube ich, als überdurchschnittlich bezeichnen kann, wenn man die Gesamtpartei betrachtet. Von unseren 54 Kreisverbänden haben wir noch in drei Kreisverbänden
Nachholbedarf, wo wir Unterstützung brauchen. Die anderen Kreisverbände funktionieren. Wir reden bei Nordrhein-Westfalen über 54. Wir haben nach wie vor 5 funktionierende Bezirksvorstände. Auch die sind von allen organisatorisch nicht betroffen. Sodass wir insgesamt als Landesverband, das kann man, glaube ich, sagen, vom Stand raus handlungsfähig sind, dass wir nach wie vor kampagnenfähig sind. Insofern freue ich mich, dass wir eine bundesweite Kampagne bekommen, die der Basis auch wieder zeigt, dass die AfD da ist, die nach außen hin deutlich macht, dass wir mit unserem Thema Euro, dass wir mit dem Thema Zuwanderung da sind und dass wir vor allen Dingen wieder nach draußen gehen, neue Mitglieder zu werben. Denn ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein im Hinblick auf 2017. Wir müssen unsere personelle Schlagkraft erhöhen und dafür brauchen wir auch mehr Mitglieder, insbesondere mehr aktive Mitglieder. Und dafür brauchen wir letztlich die direkte Ansprache der Leute auf der Straße. Wir müssen dahin zurück auf die Straße. Die 3 Kreisverbände, von denen ich eben sprach, die organisatorisch nicht durch den Abgang jetzt doch sehr stark betroffen sind. Dabei handelt es sich um relativ kleine Kreisverbände, sodass wir da möglicherweise auch noch etwas langfristiger ein bisschen mehr Betreuung geben müssen, beziehungsweise die Bezirksverbände dann vor allem sich dieser Sache annehmen. Ich denke aber, dass das für die Gesamtpartei im Land kein Problem ist. Was ich allerdings, und das möchte ich vielleicht doch noch mal mit auf den Weg geben, dringend ändern muss und was ich nur der Partei auf den Weg geben möchte aus der Erfahrung der letzten Monate. Ich bin als Landessprecher gerne bereit, Telefonate anzunehmen und auch hinzufahren und zu reden und zu vermitteln, wenn es Probleme in den Kreisverbänden gibt. Aber bei 54 Kreisverbänden, mehreren Stadt- und Ortsverbänden, die wir auch noch haben, wenn Sie dann 2 oder 3 oder wie viele Parteien auch immer haben, die sich gerade nicht so ganz grün sind, und wenn die dann auch nicht nur einmal Redebedarf haben, sondern 3-mal oder 4-mal im Monat, dann ist das eine Aufgabe, die zu Lasten anderer Aufgaben geht, so will ich das mal vorsichtig formulieren. Das kann kein Dauerzustand sein. Das merkt man insbesondere, wenn man einem Landesvorstand mit nur noch 5 Personen angehört. Denn nicht nur ich kriege die Anrufe, der Andreas Kalt kann davon auch ein Liedchen singen und der Sven kennt das auch und der Mario kennt das auch. Also wir kennen das alle. Das ist auf Dauer vom Landesvorstand nicht zu leisten. Das ist etwas, was wirklich in die Bezirke gehört. Und deshalb nochmal an dieser Stelle meine Bitte. Es ist verlockend, gleich beim Landesvorstand anzurufen. Und ich verstehe das auch. Und wenn es wirklich nötig ist, bin ich ja gerne bereit. Und alle anderen auch. Aber versuchen Sie es bitte erstmal auf der Bezirksebene. Die sind näher dran. Die kennen häufig noch besser die handelnden Personen. Und auf Dauer kann es nur funktionieren, wenn wir auch da den Dienstweg einhalten. Dafür ist diese Organisation inzwischen zu groß. Frau Petri kann ein Lied davon singen, die kennt das nämlich auch. Zum Teil rufen die Kreisverbände auch bei ihr direkt an. Aus Nordrhein-Westfalen weniger, aber ich weiß, dass sie aus anderen Landesverbänden durchaus auch von einzelnen Kreisverbänden Anrufe bekommt. Sie möge doch mal helfen. Und die ist dann noch mehr außer Stand, solchen Nachfragen nachzukommen. Das ist eine Bitte. Und dann vielleicht, weil ich vorhin sagte, Kampagnenfähigkeit, öffentliche Wahrnehmung der AfD. Wir haben am 5. September in Bochum eine Großveranstaltung mit
unserem Oberbürgermeisterkandidaten in Bochum. Herrn Liese, wo ist er denn eigentlich? Ist er gar nicht da? Das ist ja allerhand. Dann streichen Sie, was ich ihm gesagt habe, brauchen Sie nicht hinzukommen. Nee. Also, 5. September. 5. September in Bochum auf dem Busemannplatz. Ich möchte Sie herzlich bitten, zu dieser Großveranstaltung zu kommen. Frau Gebietri wird da sein, ich werde auch da sein, Herr Liese wird dann auch da sein, richtig? Ist das? Ja, okay. Doch, ich bekomme Signale, dass Herr Liese dann da sein wird. Und viele andere Bochumer werden auch da sein. Ich hoffe, dass ganz viele Nordrhein-Westfalen da sind. Und dass wir in großer Zahl dort mal wieder Präsenz zeigen. Wer auch in großer Zahl da sein wird, ist mit Sicherheit die Antifa. Das ist in Bochum auch relativ sicher. Insofern ist für Spaß gesorgt. Bringen Sie Popcorn mit. Und dann erlauben Sie mir vielleicht noch mal etwas zur Kommunikation generell zu sagen. Ich sage immer, die AfD muss strategische Kommunikation lernen. Wir müssen lernen, so etwas wie Imagebildung überhaupt mal zuzulassen. Und das ist etwas, womit wir insbesondere Frau Zillissen und ich uns eine ganze Menge beschäftigt haben. Und ich hoffe, dass der nächste Landesvorstand das wieder tut. Und ich will das kurz erläutern. Weil ich häufig dann zu hören bekomme, ja, was redet der von Image? Es geht doch um Inhalte, ja. Richtig. Deswegen muss ich das Image auch an den Inhalten orientieren und nicht die Inhalte am Image. Aber, wir haben eine Selbstwahrnehmung und wir finden uns im Prinzip ganz gut. Die Außenwahrnehmung ist eine andere. Und nicht etwa, weil man das ablehnt, was wir inhaltlich gerne möchten, sondern weil unsere Außenwahrnehmung eine völlig andere ist als die, die wir von uns selbst haben. Zum Teil ist die Wahrnehmung dessen, was wir programmatisch eigentlich wollen, außen eine völlig andere, als sie den Tatsachen entspricht. Kein Mensch in Nordrhein-Westfalen liest unser Kramener Programm und sagt, Mensch, sind ja alle super vorne. Nein, die schlagen die Zeitung auf und lesen, naja, die sind Euro-Hasser und gegen Flüchtlinge. Das ist nicht so sympathisch. Aber das ist nicht nur nicht sympathisch, das entspricht eben auch nicht dem, was wir programmatisch eigentlich vorzuweisen haben. Und deshalb müssen wir... dringend an unserer Außenwahrnehmung arbeiten, deswegen müssen wir dringend an unserem Image arbeiten. Und Image heißt eben nicht, dass wir nur die netten Nazis sein wollen, sondern Image heißt, dass wir tatsächlich das transportieren wollen, was wir programmatisch zu liefern haben. Wir müssen so wahrgenommen werden, wie wir es am Ende transportieren möchten. Und das heißt, dass wir zum Teil wirklich an anderer Stelle ansetzen müssen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Wenn wir in der Außenwahrnehmung nur die Euro-Hasser sind, dann haben wir möglicherweise trotz großer Kompetenz und vieler professoraler Vorträge den Bürgern nicht ausreichend erläutert, was wir eigentlich an Vorschlägen zu bieten haben. Dann haben wir es schlicht nicht geschafft, ist zu transportieren. Und es reicht nicht, Recht zu haben. Man muss am Ende den Leuten auch erklären, warum man die besseren Konzepte hat, warum man also Recht hat. Und wenn wir in der Asyl- und Flüchtlingsfrage derzeit nur sehr eindimensional wahrgenommen werden, dann haben wir auch da in der Kommunikation möglicherweise nicht alles richtig gemacht. Und das möchte ich wirklich allen nochmal ans Herz legen. Ich glaube, dass wir im Landesvorstand uns darüber sehr viele Gedanken gemacht haben, aber ich möchte das allen Gliederungen ans Herz legen. Sich genau zu überlegen, wie man unsere Inhalte transportiert. Und es gibt Themen, da nützt Überspitzung und noch weiter zu gehen und noch mehr vorgebliche Wahrheit zu sagen, am Ende nicht. Sondern am Ende wollen wir so wahrgenommen werden, wie wir es machen.
wie wir es tatsächlich in unseren Programmen stehen haben. Und die Provokation, allein in der Provokation willen, ist am Ende wertlos. Gut, meine Damen und Herren, zu den einzelnen Ressourcen im Vorstand werden meine Kollegen gleich noch etwas sagen. Ich weiß nicht, wer als nächstes auf der Liste steht. Ich nehme mal an, dass Frank zuallererst was zu den Finanzen sagen wird. Auch ein ganz wichtiges Thema, denn auch da werden wir 2017 ohne Moos nichts bewegen. Ich danke Ihnen jedenfalls für die Unterstützung der letzten Monate. Das möchte ich auch noch loswerden und wünsche der AfD für den Zeitraum 2015 bis 2017 einen Vorstand, der arbeitsfähig ist, der viele Qualifikationen miteinander vereint und möglicherweise dann doch in der Außenwahrnehmung mehr schafft, als der Vergangene es leider geschafft hat. Herzlichen Dank.